Willkommen bei Aschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Grüß dich miteinander, meine Lieben. Herzlich willkommen im Studio. Schön, seid ihr da und habt euch für uns Zeit genommen. Willkommen daheim, meine Damen und Herren. Ja, in der warmen Stube geht's los. Und zwar mit einem Thema, wo man in der Schweiz auch immer sich wieder ein bisschen daran erinnern muss. Wir haben gefunden, heute Abend widmen wir unsere Sendung einem Motto: Taten statt Worte. Oder auf Berndisch gesagt, liefern anstatt lavern. Ja, ich lavere ja primär, aber meine Gäste, die liefern. Und sie liefern, weil sie ein unglaubliches, alle zusammen, Leben geführt haben. Sei es jetzt in ihrem Beruf, sei es im Alltag, sei es mit einem Engagement. Und einen ersten Überblick über die Vielzahl von ihren Engagements gibt die Zusammenfassung von unseren Gästen. Sie hat im Dschungel vom Amazonas Unglaubliches geleistet als Hebamme in einem Dorf ohne Wasser und Strom. Dort hat sie Hunderte von Babys auf die Welt gerufen. Er hat sich als verwöhnter Millionärssohn lang selber am meisten gefallen, bis er eins auf eine Deko bekommen hat. Und heute ist er als Unternehmer radikal anders. Und sie setzt sich mit Liebe und Seele für einen Nachwuchs. Als Bäuerin bildet sie auf ihrem Hof junge Frauen aus, eine von den wenigen, die noch so etwas machen. Ja, und auf meine ersten Gäste freue ich mich ganz besonders. Sie haben wirklich geliefert, und das im richtigen Moment. Sie haben nämlich an der Olympiade in Rio diesen Sommer Goldmedaille geholt. Im Rudern, im leichten Vierer. Eine unglaubliche Leistung. Und wenn man sieht, auf was für Detail das alles ankommt, auch eine fast übermenschliche Art und Weise, für in diesem Sport erfolgreich zu sein. Ja, meine Damen und Herren, das sind unsere Golden Boys von Rio. Die vier Ruderer im leichten Vierer. Herzlich willkommen. Mario, guten Abend. Hallo. Ciao, Simon. Noemi, Simon, nehmt Platz. Der Applaus, der gehört euch. Danke. Ich habe eigentlich vier Herren angekündigt und jetzt sitzen nur drei da. Ist einer abgesoffen? Nein, der ist momentan in Genf. Aber wir können auch mit dir den Vierer machen. Ah ja, gut. Du wärst jetzt einfach der Buben. Okay, aber ich würde wahrscheinlich auch ein paar Gehörig aus dem Ruder schlagen. Der Moment, wenn man jetzt schaut, die Fahrt in Rio, wo passiert ist, was ihr gespürt habt, wenn man die Bilder sieht. Jetzt sind wir, glaube ich, gerade vorne. Was ist, kann man da überhaupt etwas denken? Oder was ist euch durch den Kopf? Ja gut, es sind natürlich so jahrelange Bubenträume, wo man merkt, die werden real, oder? Aber viel denken kann man nicht, weil man hat nicht so viel Sauerstoff im Kopf, weil man natürlich das vor allem zum Power in den Muskeln gebraucht hat für die 6 Minuten vorher. Also das ist ein unglaublicher Moment. Es hat 4 Jahre darauf trainiert. Es braucht wahnsinnig viel Anstrengung. Jetzt, wir als Ruderer-Laien haben keine Ahnung, was das heisst, ein leichter Vierer. Kann man mir das erklären? Ja, also im Rudern geht es mal darum, Leichtgewicht oder Schwergewicht zu sein. Also in unserer Körperkonstruktion siehst du, dass wir eher Leichtgewicht sind. Wir sind 70 Kilo. Das sind schmale Würfe. Genau, schmale Würfe. Das Boot ist ja nur 45 cm breit, oder? Das ist so, genau. Und das ist nur 50 Kilo schwer übrigens. Und ja, wir müssen 2 Stunden vor dem Rennen einwägen. Und wenn wir die 70 Kilo haben, dürfen wir starten. Also ihr dürft jeder nicht schwerer sein als 70 Kilo? 72,5 theoretisch. Aber im Durchschnitt müssen wir 70 sein. 280 Kilo genau. Auf 4? Ja. Du bist nicht so ein Sprenzel. Bringst du zu viel mit dem Wagen? Das ist richtig gut, gut beobachtet. Ich bin nicht so ein wahnsinniger Sprenzel, aber ich habe zum Glück den Simon, der mir ein Kilo gegeben hat. Und, es ist auch hier ein Teamwork. Also man muss miteinander auf den Wagen gehen und man ist auf Gang und Verderb. Also er darf nur 69 bringen und du 71. Jawohl. Tut dir absprechen, wenn das Wille ein Dessert darf essen? Nein, das weiß man dann schon. Also das ist eine Erfahrung, die man macht. No, dies no, weiß man dann schon. Jeder ist eigentlich verantwortlich für sein Gewicht, aber wir tun halt vorher abmachen, was wir schweißen, und dann muss jeder selber das zurückbringen eigentlich. Ein Rennen geht 6 Minuten, 2000 Meter, etwa wie viel? 220 Ruderschläge. Eine riesige Anstrengung. Wie schwer seid ihr, wenn das Rennen vorbei ist? Ja,
schon ein bisschen schwer. Aber ich glaube, das ist nicht das Wichtigste. In erster Linie bist du erschöpft, wenn du ins Ziel kommst. Und wenn du gewonnen hast, hast du natürlich extrem Freude. Meistens hast du auf den Tag X lang hingearbeitet. Und wenn du das Ziel gemeinsam erreichen kannst, ist das eine grosse Genugtuung. Aber ich habe gehört, also man verliert Gewicht unterwegs in diesen 6 Minuten. Schwitzt es raus. Stimmt das? Das ist sicher möglich, ja. Aber wir sind eigentlich so eingestellt, dass wir beim Wagen das Gewicht haben. Aber danach haben wir Zeit, um ein bisschen Nahrung zu uns nachfahren, zum Trinken. Deswegen sind wir sicher nach dem Rennen unmittelbar schwerer als in dem Moment, wo wir verwogen werden. Jeder hat seine klare Funktion. Du bist Alpha Tierli, Mario, vorne. Der den Takt angibt. Ist das so? Ja gut, das schlägt man, ja, gibt man einfach den Rhythmus vor, oder? Aber schlussendlich ist jeder bei uns im Team, muss während diesen 240 Schlägen seine Aufgabe machen und seine Art machen. Und jeder hat seine Aufgabe, wie du gesagt hast. Und schlussendlich haben wir herausgefunden, könnte auch jeder anders sitzen. Und wir sind immer noch schnell. Wir haben jetzt einfach biomechanische Tests herausgefunden, dass das, so wie wir jetzt gesessen sind an den Olympischen Spielen, die schnellstmögliche Kombination ist. Biomechanische Tests, was heisst das genau? Das sind, wir sind so, also unser Boot ist verkabelt worden, also unser Ruder hatte Kabel, Messungen gehabt, wie viel Watt das wir ziehen. Man muss sich vorstellen, da wird gemessen, wie viel wir ziehen am Hebel vorne und wie viel das wir dann ins Wasser reinbringen. Jeder hat auch einen verschiedenen langen Ruderschlag. Also zum Beispiel der Simon ist zwar körperlich der kleinste in unserem Boot, aber er hat den längsten Schlag im Wasser. Das heisst, er ist effektiver als wir anderen drei wahrscheinlich. Mhm. Und das gibt dann eben zum Beispiel den Punkt, dass er dann auf dem 3 ist, der perfekte Abnahme und eigentlich immer die gleiche Länge ins Boot reinbringt. Und, auch... und wenn er vorne langsam wird, was machst du? Schuttest du ihm eins ins Knick, oder wie? Ja, etwa so, ja. Nein, man muss es schon sehen. Also, wenn man hinten dran ist, muss man den Schlag mal so gut wie möglich unterstützen, sonst hat er das Gefühl, er ist allein. Und das war nicht Sinn und Zweck von dieser ganzen Sache. Also, die Unterstützung ist extrem wertvoll, die wir von ihm hinten gehen können. Gesteuert wird es vorne mit dem Fuß von dir. Ja. Und jetzt hängt Becker noch einen. Genau, wenn die anderen zwei so viel ziehen, dann muss einer noch etwas reden. Mhm. Und das Ganze koordinieren. Und das war meine Aufgabe. Ich habe eigentlich von unserem Trainer die Renntaktik bekommen. Wir haben einen sauberen Rennplan und ich habe den auch umgesetzt. Das heisst, wenn wir wirklich gehen, oder wir haben immer unsere Bomben gezündet bei 1000 Meter, dass dann wirklich auch alle gehen und nicht, dass ich und der Lukas zum Beispiel gehen und sie zwei davor haben. Das schlafen noch weiter. Ja, also, wie tönt das, wenn du fährst auf hinger für einen Berg? Ja, am Anfang, also die ersten 500 Meter, die ersten 1,5 Minuten, bringst du vielleicht noch ein Wort, zwei raus. Mhm. Wenn es über 1000 Meter Marke geht, nach 3 Minuten ist vielleicht noch das Go. Und auf den letzten 500 Meter, sprich nach 5 Minuten, ist eher ein Grunzen als irgendwie... Eher Grunzen? Ein super Wort, ja. Wie fühlt sich der Körper an nach diesen 6 Minuten? Das kommt ganz darauf an, wie das Rennen gelaufen ist. Das ist noch erstaunlich. Also jetzt nach einem Sieg erholt man sich sehr schnell und hat auch relativ unmittelbar nach der Zieldurchfahrt das Gefühl, es ist jetzt eigentlich gut gegangen, alles in Ordnung. Aber wir haben auch natürlich schon das Gegenteil erlebt, dass wenn man nicht vorne ist, dann ist alles extrem viel härter. Und dann brennt es überall, genau, in den Muskeln. Wie auf einer heissen Herdplatte. So, ja. Wie ein Pommes frites in der Grillierpfanne, sozusagen. Ihr seid ja in London zu viert gerudert, 5. Platz, wenn ich mich richtig erinnere. Nachher hat er nach getrennt und dir zwei gegen den, der fehlt. Und dir hat sozusagen alles noch geholt. Und dann seid ihr zwangsverheiratet worden, von eurem Trainer wieder zu viert miteinander zu arbeiten. Ist das schwierig gewesen, psychologisch? Eigentlich nicht. Wir mussten einfach unsere persönliche Ebene in den Hintergrund stellen. Mhm. Wir hatten wieder ein ganz klares gemeinsames Ziel. Das war die Olympia-Goldmedaille. Und anhand von diesem Ziel sind wir nachher wieder zusammengewachsen. Wir sind eine Einheit geworden. Und als die ersten Erfolge gekommen sind, sind wir noch stärker geworden gemeinsam. Und ich glaube, das war eigentlich der grösste Erfolg, dass wir bei dieser Zwangsverheiratung es geschafft haben, das Persönliche in die hintere Ebene zu tun. Und dass wir den Schritt aufeinander gemacht haben und zusammengewachsen sind. Trainieren heisst 3-mal im Tag aufs Boot hocken. Wünscht man sich dazwischen eine Hallensportart zu haben, wenn es draußen strubuset? Ja, auf jeden Fall. Also im Winter haben wir schon ein paar Mal gedacht, es war jetzt schön drinnen zu sein. Aber für das werden wir im Sommer entschädigt und im Frühling und auch teilweise noch im Herbst. Wenn es wunderbar schön ist am Morgen früh auf dem See, dann können wir auf den See rausrudern. Und das ist eigentlich der schönste Ort, um zu sein. Gesundheit ist maßgeblich. Mario, du hast ein bisschen Problem gehabt. Ich glaube, 3-mal das Rippe gebrochen, oder? Und nachher noch Nierenproblem. Wenn da plötzlich einer vom Team nicht mehr so ganz
gesundheitlich auf dem Damm ist, was löst das aus bei den anderen? Gut, das ist natürlich immer das Change Management ist das Wichtigste. Es ist immer einfach, ein Team zu sein, wenn es gut läuft und wenn man Erfolg hat. Die wahren Tests für das Team ist erst, wenn es mal nicht gut läuft, wenn sich einer verletzt, ist man dann immer noch bereit, miteinander die Situation durchzustehen. Dann kann er wieder aus dem Dreck sein oder sagt man, ja, jetzt schauen wir weiter. Oder? Und ich glaube, das war auch die grosse Fähigkeit von diesem Team, dass wir auch in Rio übrigens, wo es im Vorlauf nicht so wahnsinnig gut gegangen ist, dass wir ohne viel Wut zu verbrauchen gewusst haben, wir können es besser, wir machen es besser und haben es dann auch gewechselt. Oder? Und das ist die schwierigste Zeit, wenn man verletzt ist. Oder? Die Zeit war so etwas speziell während der ganzen Olympiade. Separat gewohnt, neben den Medien durch ein Velo gefahren, einen eigenen Koch gehabt. Ja, hast du richtig beobachtet. Nein, ist ganz klar, wir haben gesehen, wir wollen unseren Fokus auf den Wettkampf setzen. Den ganzen olympischen Zirkus im Hintergrund tun. Und eigentlich, Olympiade soll für uns ein Wettkampf sein, wie jeder andere auch, wie in den letzten vier Jahren. Wenn wir einen Weltcup hatten, der EM, eine WM, so ist eine Olympiade für uns ein normaler Wettkampf. Und den ganzen olympischen Zirkus haben wir nachher gehabt, in der zweiten Woche, und haben dann ausgiebig gelebt. Mhm. Und jetzt, wie geht es weiter? Jetzt ist irgendwie ein Loch da, oder wie empfindet man das nach dieser Goldmedaille? Nein, ein Loch überhaupt nicht. Und da sind wir, glaube ich, alle sehr dankbar. Wir haben gerade wieder frische Aufgaben gefasst. Wir sind größtenteils noch im Studium oder im Praktikum. Und dementsprechend haben wir wirklich neue Aufgaben gerade sofort anschliessend gehabt, wo man gar nicht gross hätte können, in ein Loch fallen. Wird der jetzt mehr studiert als trainiert? Ja, jetzt sind die Olympischen Spiele im Kopf momentan. Mhm. Und es ist ein grosser Wechsel. Weil zum Beispiel für uns letztes Jahr waren wir Vollprofis. Und wenn du jetzt plötzlich wieder im Studium bist, ist es nicht ganz einfach, den Fokus wieder auf dem Lernen zu haben. Und, du arbeitest ja auf ein Lehrdiplom. Genau, ja. Da bin ich jetzt auch in den letzten Zügen und da freue ich mich auch darauf, dass die Ausbildung mal, ja, dass du mal Amt in Sicht ist. Ja. Und Herr Anwalt, wie steht es mit eurer Ausbildung? Ich sitze neben der Bibliothek, schwitzen, wie man einen Rennen für das Anwaltspatent, das ist richtig. Also bevor das dir jetzt wieder heimgeht, schauen wir uns noch den magischen Moment an, dir steht. Da hat gewonnen, Tränen in den Augen, Medaillen und die entsprechende Nationalhymne. Der Einzige, der gesungen hat, war Mario. Danke vielmals. Simon, alles Gute. Merci für den Besuch. Ciao, Simon. Grüß Mario. Danke vielmals. Ja, was es braucht, um so etwas durchzustehen, das ist wirklich bewundernswert. Aber viele Leute bekommen keine Goldmedaille und setzen sich trotzdem im Leben für einen Haufen Sachen ein. Und das ist genau die Geschichte von meiner nächsten Gesprächspartnerin. Sie ist mit Liebe und Seele Bäuerin, aber sie ist auch ganz strenge Lehrmeisterin und daneben auch oftmals eine Ersatzmutter. In ihrem Heimatli, in einigen, in der Nähe von Spiez, macht sie etwas, das fast niemand mehr macht. Sie bildet nämlich dort Lehrtöchter in der Hauswirtschaft aus. Das macht sie seit 30 Jahren und ist eine der wenigen, die eigentlich durch das auch jungen Frauen Chancen gibt, einen Einstieg zu haben, eine Ausbildung zu haben ins Berufsleben. Und was da jeweils im Alltag dahinter steckt, das möchte ich gerne ein bisschen von ihr erfahren. Herzlich willkommen, Ursula Tschabol! Grüezi, Frau Tschabol. Grüezi, Herr Spacher. Ja, einen Platz. Danke schön. Grüezi, Frau Tschabol, kann man bei euch sagen, das Bauern ist euer Leben? Also, das Bauern gehört dazu. Gehört dazu? Ja, genau. Aber eigentlich... In der Familie ist einfach schon... Ja, aber eigentlich schon von klein auf seid ihr euch gewöhnt gewesen, Hand anzulegen. Nicht zu laffern, sondern zu liefern. Genau. Wie seid ihr aufgewachsen? In einem Bergbauernbetrieb, in Handersteg bin ich aufgewachsen. Ich ging mit dem Vater zu Berg müssen. Ja, ich weiß eigentlich nichts anderes als einfach ging jemanden werken. Immer werken? Ja. Ja. Man sagt ja manchmal schon, Kind muss man schonen. Aber das hat nicht gut in eurer Jugend. Nein, das hat eigentlich nicht gut. Man hat einfach, sobald man konnte, musste man helfen anpacken.
sei es schon im Stall mit Kalben drehen oder draussen helfen rächen. Wir sind gerade so integriert worden in die Arbeit, in die tägliche. Mit dem grossen Vorteil, dass man die Eltern immer auch beim Arbeiten begleiten konnte. Genau. Der hat aber den gleichen KV-Lehr gemacht, seid ins Hotelfach eingestiegen und hat euren Mann lernen kennen. Zimmermann, 100% im Beruf. Und hat aber gesagt, ich will wieder bauen. Ja, es ist schon etwas von mir ausgekommen. Sie hatten ein Heim in Einigen und ein altes Haus. 450-jährig? Ja, 1645. Und da habe ich bin einfach ein Mensch, der ging schon ein bisschen die Sache gesehen, wenn es fertig ist. Und ich gesehen, da könnte man etwas Schönes machen. Und nachher habe ich ein bisschen den Ansporn gegeben, dass wir dort das Heim übernommen haben. Und jetzt führt ihr das, euer Mann geht arbeiten. Das heisst, ihr baut eigentlich eigenständig als Frau? Nein, er hilft schon. Okay. Hilft er? Ja, ja. Er ist schon der Bauer und ich bin Bäuerin. Oder? Mhm. Ja, ich bin für Haus. Also, wie ist die Aufgabe aufgeteilt? Also, er macht mit dem Fee, mit der Maschine. Und wenn es mehr braucht, bin ich einfach da. Mhm. Und er tut helfen, kalbern. Ja, was einfach Not am. Ihr mistet auch. Tue ich auch, wenn es muss sein. Also genau, das habe ich schon als Kind gewusst. Das kann ich. Ihr seid so etwas wie der Knecht. Ja. Genau. Aber das reicht nicht. Ihr seid eine, die immer noch einen oben drauf geht. Und vor 30 Jahren hat er gesagt, ich will hier noch Lehrtöchter. Ja. Lehrtöchter, die Hauswirtschaft lehren. Das ist etwas, das man heutzutage fast nicht mehr kennt. Ja, wir kennen es eigentlich schon. Aber wir im Oberland sind dort ein bisschen nicht so gut dran mit Ausbildungsplätzen. Als ich angefangen habe, im 86, hatten wir recht viel, die noch Mädchen ausbildet. Und jetzt ist das ging ein bisschen weniger geworden. Jetzt sind wir eigentlich noch so 2-3 Betriebe im Oberland. Mhm. Im ganzen Kanton Bern haben wir schon noch Betriebe, die das machen. Ja. Was lehren die jungen Frauen? Ja, es ist eigentlich auch ein bisschen eine Lebensschule für sie. Sie kommen sehr jung zu mir, mit 15-16-jährig gerade. Und nachher werden sie einfach gerade integriert bei mir im Haushalt vor allem. Sie sind zuständig für das Kochen, Flicken, Putzen, Ernährungslehre, Backen. Einfach alles, was natürlich mit der Hauswirtschaft Zusammenhang hat. Mhm. Sehr gross und weit gefächert ist es. Ihr habt selber zwei Söhne. Ja. Immer noch so eine Schwester auf die Zeit. Und wenn dann die alle im Schätzchen-Alter sind, wie geht das miteinander? Also, da hatte ich gar kein Problem, muss ich sagen. Die haben einander so akzeptiert, wie sie sind. Manchmal ein bisschen höher genommen, was am Samstag ist gelaufen. Ja, sie haben es sehr schön zusammen. Sie haben auch gegenseitig voneinander profitiert. Wie viele melden sich denn für so eine Ausbildung pro Jahr? Früher waren es noch mehr, jetzt sind es auch ein bisschen weniger geworden. Ja. Aber es gibt ab und zu so 5-6, die sich melden. Und eine könnt ihr nehmen? Ja. Ihr habt gesagt, was sie lehren. Ihr seid aber auch strenge Lehrmeister. Ja, es kommt schon manchmal so durch. Ich merke es ja auch schon. Aber ich werde ihnen das Optimale geben. Ich werde, dass sie wirklich nachher einen Start haben für ihr Leben. Für ihr Berufsleben auch. Ich kann ja eben Bildungsjahr Hauswirtschaft ausbilden und Hauswirtschaftsfachfrau zu 1. Und dann müssen sie zu 2 oder 3 in einen Grossbetrieb. Und dort muss ich einfach nach dem Lehrplan muss ich die ausbilden, dass sie dann auch kein Manko haben, weil sie dann in einen Grossbetrieb müssen. Und das ist schon noch recht anspruchsvoll. Ja, jetzt kann man sagen, ja, ihr habt einfach eine billige Arbeitskraft bei euch. Nein, das sehe ich gar nicht so. Am Anfang habe ich sicher viel Arbeit, oder so die ersten 2-3 Monate. Aber sie nehmen mir schon sofort etwas ab. Sei es noch mal zu Hause umwischen, die Hunde besorgen oder einfach so kleinere Sachen kochen. Das geht eigentlich relativ schnell. Mhm. Ja. Wird man denn, ich habe es am Anfang gesagt, ein bisschen zur Ersatzmutter, weil die jungen Frauen, die wohnen die auch bei euch. Das heisst, das ist so ein bisschen wie eine neue Familie. Genau. Es ist einfach so, ich habe die auch eine gewisse Verantwortung, weil sie sehr jung zu mir kommen, liegt es mir auch am Herzen, dass dann noch nichts passiert. Die werden am Ende von dem Lehrjahr gesund und zweck, um mich den Eltern übergeben. Und wenn irgendetwas ist, versuche ich mich schon auch noch darum, dass einfach möglichst dass nicht nichts passiert. Oder wenn es schlecht ist, dass ich auch sagen kann, halt ein bisschen liegen. Einfach, ja, ich habe vielleicht ein bisschen zu hart noch ein bisschen Muttergefühl.
ja, sie sind einfach bei mir als junge Mädchen. Mhm. Ja. Gibt es auch Buben, die sich für so etwas melden? Es gäbe es, ja. Aber die wollte er nicht? Nein, ich habe selber drei Herren daheim. Wie sie das rauskäme, die da eine Küche hätte. Ja, ich habe eigentlich mit nur mit Mädchen. Mhm. Ja. Was motiviert euch auch nach 30 Jahren jedes Jahr wieder eine neue Person in dem Sinn, ihre Familie zu haben und mit diesem jungen Menschen zusammenzuleben? Ja, es gibt mir auch viel. Ich bleibe einfach fit und jung. Eigentlich. Ich muss jedes Jahr auf das eingehen. Es kommen viele, die schon etwas mitbringen. Andere haben Fabinola. Oder? Und es hat mich einfach auf Trab. Und ich mache es gerne. Ich arbeite gerne mit jungen Leuten. Mhm. Und mir ist es so wichtig, dass man vielleicht eben sozial Schwächeren auch eine Chance gibt nachher im Berufsleben. Und wir hätten eben das eigentlich. Oder? Wir Privatbetriebe, wir hätten noch Zeit, sich mit denen, die vielleicht mit Kleinklässlern oder so halt ein bisschen mehr Zeit brauchen. Es sind oftmals junge Leute, die vielleicht nicht gerade sich eignen für ein Hochschulstudium, aber genau. Ein bisschen Pflege brauchen und auch ja. Geborgenheit. Genau, ja. Das sagt man, die Jugend heute, das ist schlimm, früher war es viel besser, die haben 30 Jahre Erfahrung. Wie ist es wirklich? Nein, gar nicht. Also ich muss jetzt sagen, ich bekomme ganz flotte Mädchen jetzt, die genau gleich viel können wie die vor 30 Jahren. Also Hut ab vor der Jugend, also die sind nicht schlechter. Vielleicht einfach ein bisschen mehr auf dem iPhone als das. Das ist so. Das ist wirklich, das merke ich gut. Ja, einfach ein bisschen mehr mit Nattel und so. Aber ja, es kann. Hat man nach 30 Jahren genug oder fahrt ihr weiter? Also ich mache einfach so lange weiter, wie ich Freude daran habe. Wenn ich merke, jetzt würde ich ja der Großmutter oder habe ich keine Freude dran. Ja, jetzt stimmt es nicht mehr, dann höre ich auf. Aber solange ich eigentlich normal ja, Freude dran habe, mir doch das Wichtigste, ich muss ja die Freude haben. Wenn ich die habe, dann kann ich auch noch weiterfahren. Und dann könnt ihr auch die Freude am Bauern und am Miteinander arbeiten, an die jungen Leute weitergeben. Genau, genau Begeisterung oder auch, dass sie einfach auch Freude haben an der Hauswirtschaft und mehr. Ja. Danke vielmals und wir hoffen, ihr habt wieder eine tolle Lehrtochter bei euch, die euch richtig auch in der Familie noch etwas bringt. Ja, merci vielmals. Danke, Frau Schabold, alles Gute. Danke, merci vielmals. Ja, und jetzt, meine Damen und Herren, machen wir einen kleinen Abstecher nach Deutschland. Ins Leben von jemandem, wo man sagen kann, das war jahrelang das Dasein eine Achterbahn. Er ist so ein als verwöhntes Millionärsbürschli aufgewachsen, hat ein bisschen studiert, ein bisschen gemodelt und daneben auch hauptsächlich gefeiert. Und dann ein traumatisches Erlebnis. Als junger Mann wurde entführt, 8 Tage lang eingesperrt, malträtiert, mit dem Tod bedroht. Bis die Eltern ihn können mit einem happigen Lösegeld dort wieder rausholen. Er hat das Unternehmen, das elterliche Hotelunternehmen übernommen und hat gefunden, so, und jetzt bin ich ein taffer Manager mit Excel-Tabellen den Betrieb geführt, bis eine Meinungsumfrage bei seinen Mitarbeitenden gezeigt hat, dass er als Einziger nicht akzeptiert ist als Chef. Das ist eine ziemlich brutale Niederlage. Was machen wir daraus? Er hat etwas ganz Tolles gemacht, das wollen wir jetzt erfahren. Darum herzlich willkommen, Bodo Jansen. Hallo Jansen. Hallo, danke. Sie waren einmal der Chef, den niemand wollte, und heute sind Sie als Unternehmer verantwortlich für einen Betrieb mit 65 Hotels und Ferienanlagen, über 600 Mitarbeitenden. Es geht Ihnen blendend, der Gewinn ist wunderbar. In einer Branche, in der alle jammern und sagen, es geht nicht gut, was machen Sie heute besser als alle anderen? Ja, heute sehe ich das Unternehmen als Mittel zum Zweck Menschenerfolg. Und früher habe ich die Menschen als Mittel zum Zweck Unternehmenserfolg gesehen. Und es ist einfach eine Kehrtwende erfolgt. Und ich habe die Menschen früher einfach
als ja, Instrument gesehen dafür, dass wir gute Gewinne erwirtschaften, ohne dabei Rücksicht auf sie und ihre Werte zu nehmen, das, was sie können, auf ihre Talente. Und heute schaue ich mir die Menschen an und stelle den Dienst, meinen Dienst und auch den Dienst des Unternehmens in den Erfolg des Menschen. Und das, was ich dafür wiederbekomme, ist viel mehr wert als das, was wir monetäre Gewinne nennen. Mhm. Das war nicht immer so. Wenn wir ein bisschen zurückschauen in Ihr Leben, Sie waren als junger Mann, haben studiert, haben gemodelt. Also Sie waren doch, wenn ich das so sagen darf, eher ein oberflächlicher Mensch, der das Leben genossen hat. Wie hat Ihr Dasein Sie damals bestimmt? Ja, ein Leben an der Oberfläche. Es ging mehr um den Glanz als um das Leuchten. Ja, ich war immer damit beschäftigt, die Oberfläche zu polieren, in jeglicher Hinsicht. Und die polierte Oberfläche sorgte dann dafür, dass ich eine Anerkennung bekommen habe. Offensichtlich etwas, was ich brauchte damals in den Bars, in der Modelszene. Und ich habe mich da drin geahlt, in dieser Aufmerksamkeit. Das tat mir offensichtlich gut. Und ja, es war ein Leben in Saus und Braus. Mhm. Und dann kam eine traumatische Erfahrung. Sie wurden entführt. Ja. 8 Tage lang festgehalten mit Morddrohungen, wirklich ins Trauma gesetzt, kann man sagen. Wie haben Sie diese Zeit in Erinnerung? Ich habe sie natürlich erst einmal als unangenehme Erfahrung in Erinnerung. Gerade so im Angesicht des Todes, einer Scheinhinrichtung oder 8 Scheinhinrichtungen ausgesetzt, direkt mit dem Tod konfrontiert. Im Nachhinein betrachtet bin ich aber für diese Erfahrung sehr dankbar, weil dadurch, dass die Menschen mir das Leben nehmen wollten und sie wollten mir das Leben nehmen, ich sollte diese Entführung nicht überleben, haben sie mir mein wahres Leben, mein tatsächliches Leben geschenkt. Und ich hege da kein Gram. Also ich habe jetzt Kontakt, also es hat ein Entführer Kontakt zu mir aufgenommen nach der ganzen Zeit, um sich bei mir zu entschuldigen. Und ich kann ihm wirklich ja, rein gewissens sagen, rein gut mit einem guten Gefühl, das ist alles in Ordnung für mich. Das Thema ist erledigt. Aber das war nicht sofort so. Nachdem Sie freigelassen wurden, haben Sie nochmals Vollgas gegeben. Ja, das war natürlich, ich war zu einer Art Held geworden auch, weil die Hamburger Polizei mich befreit hat. Sie war wieder erfolgreich im Rahmen der Entführung, die sie so betreut hat. Und das schenkte mir natürlich wieder Aufmerksamkeit. Etwas, was ich ja im Vorfeld auch schon sehr genossen habe. Nur noch mal mit einer ganz anderen Wirkung und in einer anderen Dimension. Und so habe ich wieder das bekommen, was mich damals ansprach. Und was vielleicht noch dazu kam, war, dass ich vielleicht auch so ein Stück weit geflüchtet bin vor der Ruhe, aus Angst davor, Erinnerungen wieder zu bekommen aus der Entführung heraus. Und so war ich immer auf der Flucht, immer in Bewegung, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, noch mal eine Oktave höher. Und ja, habe mich auch dabei wohl gefühlt. Sie sind dann eingestiegen nach dem Tod Ihres Vaters, der mit dem Flugzeug abgestürzt ist, in das elterliche Unternehmen, das wir schon gehört haben, Hotelbetriebe. Und sahen sich da so ein bisschen als wirklich flotten, tollen, erfolgreichen Manager? Ja, erstmal sah ich mich als jemand, der keine Ahnung hatte, weil ich habe mein Studium abgebrochen, ich habe keine Lehre gemacht und stand nun dort vor vollendeten Tatsachen, das Unternehmen zu übernehmen. Und ich brauchte irgendeine Krücke, um durch das Unternehmen zu gehen und habe dann ein Managementsystem dort installiert, was mir dabei half, anhand von Zahlen, Daten und Fakten eben dieses Unternehmen zu steuern. So wie ein Kapitän auf der Brücke bei uns an der Küste, der braucht auch seine Daten. Mhm. Weit weg von den Mitarbeitern. Weit weg von den Mitarbeitern, also nur in den Zahlen. Ich war dem Joch der Zahlen unterlegen und ich war auch abhängig von diesen Zahlen, weil sie mir Sicherheit boten, wo steht das Unternehmen, wie steht das Unternehmen. Und ich fühlte mich dadurch sicher und erfolgreich. Dann kam der Hammerschlag. Meinungsumfrage. Und da ging daraus, dass eigentlich Sie als Chef nicht respektiert sind. Wie geht man damit um? Das traf mich sehr stark, weil ich war in den Jahren zuvor zu einem Manager herangereift, der sehr gern in den Spiegel geschaut hatte, der ein ja, Selbstbewusstsein hatte, das nicht ansatzweise in diesen Raum hier reingepasst hätte. Ich war also wirklich von dem überzeugt, was ich getan habe. Und für mich ein Stück weit aus dem Nichts heraus kam dann die Aussage, ja, wir brauchen einen anderen Chef als Bodo Jansen. Das war, tat erstmal weh, das war eine Kränkung meines narzisstischen Ichs.
ich konnte das Unternehmen nicht zurückgeben. Ich musste mich der Situation stellen. Ja, mein Vater war tot und ich war erstmal in so einem Vakuum. Das war ein Schlag ins Gesicht. Ein richtiger Schlag wirklich ins Gesicht. Voll, ja. Auf die Nase. Ein Knockout. Sie sind dann ins Kloster gegangen. Da denke ich mir, also haben Sie zur Religion Zuflucht gesucht oder weshalb ins Kloster? Nein, es war ein Strohhalm. Ich habe ein Hörbuch gehört, das handelte von über Pater Anselm Grün, dem Benediktiner. Und der sprach von spirituellen Führen. Und das Problem, was wir bei uns im Unternehmen hatten, war Führung. Die Menschen fühlten sich nicht geführt. Und ich hatte keine Ahnung, keine Antworten darauf, wie Führung funktioniert. Und bin dann ins Kloster gegangen, um etwas über Führung zu lernen. Und das war ein guter Schritt, weil ich dort A, die Ruhe gefunden habe. Denn ich habe gelernt, dass Reflexion wesentlich produktiver ist als Aktion. Wir Manager, wir sind ja immer in Aktivität, Ärmel hochgekrempelt, so wie ich jetzt. Aber die Reflexion ist viel, viel produktiver. Und ich habe gelernt, dass Führung eine Dienstleistung ist und kein Privileg. Wir Manager sitzen ja auch gerne am großen Schreibtisch und lassen uns dann von den Mitarbeitern bedienen. Sie arbeiten für uns, damit unsere Gewinne größer werden. Und dort im Kloster hieß es plötzlich, ja, Führung ist eine Dienstleistung und kein Privileg. Und als Führungskraft... Das heißt auch Leistung, oder? Das heißt auch Leistung. Und die Leistung besteht darin, Menschen dabei zu helfen, erfolgreich zu sein. Sie sind dann zurückgekehrt und haben einen Glücksbeauftragten installiert. Das tönt für mich schon fast nach Sekte. Ja, der Glücksbeauftragte, also wir nennen ihn Corporate Happiness Beauftragten oder Herzlichkeitsbeauftragten. Wir haben erkannt, dass wir gut damit beraten sind, den Menschen zu helfen, sich ihrer selbst bewusst zu werden. Was sind meine Stärken? Was sind meine Talente? Was bereitet mir Freude? Und es gibt ganz unterschiedliche Wege. Ich habe das für mich im Kloster gefunden. Ich habe mein persönliches Leitbild dort beschrieben. Und es gibt aber Menschen, die können im Kloster nichts anfangen. Und dort sind wir dann Wege beschritten der positiven Psychologie, der Neurologie, der Mythologie, Philosophie. Und diese Menschen, über die Sie gerade gesprochen haben, die haben sich wissenschaftlich damit beschäftigt, wie wir Menschen dabei helfen können, sich selbst zu erkennen. Weil wir können zwar ganz viel, aber wir kennen uns ganz wenig. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich zu kennen, um dann auch erfolgreich zu sein, sich gut zu fühlen. Haben dann Ihre Mitarbeiter gefunden, jetzt schwebt unser Chef, es war anders, aber er schwebt in sphärischen Höhen. Können wir das auch noch umsetzen oder war das nie eine Frage? Sie waren zunächst einmal sehr skeptisch, glaube ich. Ich glaube, was Sie allerdings, was Ihnen Vertrauen geschenkt hat, war eine bedingungslose Offenheit, die ich an den Tag gelegt habe, auch meine Schwächen zu offenbaren. Das habe ich gelernt für mich, dass ich Schwächen waren, die gar nicht schlimm sind, sondern wenn ich sie einfach annehme und anerkenne und darüber spreche, es zur Folge hat, dass auch andere Menschen darüber sprechen, was sie nicht gut können. Und ich habe sehr viel darüber gesprochen, was ich falsch gemacht habe. Ich habe das, was die Menschen mir gesagt haben, die Mitarbeiter angenommen. Ich habe nicht gesagt, ihr liegt falsch, sondern ich habe gesagt, ja, ihr habt recht mit dem, wie ihr mich seht. Und das ist nicht gut, wie ihr mich seht. Und ich glaube, dass diese Offenheit auch gerade in puncto Schwächen dazu geführt hat, dass ja dieses Vertrauen entstanden ist. Das hat sich geändert. Im Betrieb. Ich komme jetzt gerade von einem großen Workshop unserer sogenannten Entwicklungswerkstatt. Und wir haben eine unglaubliche Emotionalität. Also es sind viele Tränen geflossen. Wir haben Themen bearbeitet wie, was bedeutet für dich Erfolg? Oder auch Fragen diskutiert, wer bin ich? Oder wofür bin ich da? Und ich glaube, wenn wir uns bewusst sind, wofür wir da sind, jeder für sich, das ist ja für jeden etwas ganz Individuelles, wir uns dessen bewusst sind, dann kommen wir auch in eine gute Arbeit. Und das merken die Mitarbeiter, dass wir uns dafür interessieren, was ihnen als Mensch wichtig ist und dass sie das einsetzen können. Und wir waren jetzt mit 120 Obstsalz-Bohmann und unseren Gästen zusammen und haben eben dort über diese Dinge gesprochen. Und das war so ganz einzigartig, die Atmosphäre. Und Fremde, die zu uns kommen, die fragen sich, was ist hier eigentlich los? Weil die Wieso Menschen, schauen die Menschen so glücklich die aus? Sind losgelöst, die sind einfach ja, richtig, richtig gut drauf. Ist es schwierig, das im Alltag dann auch durchzuhalten? Man muss ja loslassen. Die Mitarbeiter müssen ihren eigenen Weg finden. Gibt es dann noch eine Einheit für das Unternehmen? Ja, die gibt es gerade durch das Loslassen. Dadurch, dass ich
zum Beispiel keine Antwort gebe, den Mitarbeitern ein Ergebnis vorgebe, was sie zu tun haben, sondern ihnen eine Frage stelle und sie die Antwort finden, sind sie Teil des Ergebnisses. Mhm. Und diese Frage zu stellen, heißt ja für mich, ich gebe nicht die Antwort, sondern ich überlasse dir die Antwort. Spielen Zahlen bei Ihnen noch eine Rolle? Wie bitte was? Zahlen. Zahlen spielen noch eine Rolle, aber sie sind nicht mehr der Sinn unseres Handelns. Das Wirtschaft und Konsum sind nicht der Sinn unseres Handelns, sondern nur die Basis unserer Existenz. Mhm. Das, was wir erwirtschaften, fließt in soziale Projekte. Wir bauen in Schulen in Ruanda. Wir haben gerade heute wieder 20 Mitarbeiter die Mitteilung gegeben, dass sie im Mai nach Ruanda fahren, um Schulen aufzubauen. Und das gehört zur Arbeitszeit. Also natürlich. Das ist ein Teil auch Ihres Konzeptes. Ja, natürlich, weil ich ganz einfach glaube, dass Arbeitszeit Lebenszeit ist. Und wir haben ja erst, seitdem wir für unsere Arbeit Geld bekommen, differenzieren wir ja erst zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Aber früher war das, was wir heute Arbeitszeit nennen, Lebenszeit. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, den Menschen die Zeit dafür zu geben, Mensch zu sein, zu leben, ganz einfach. Und sie verbringen so viel Zeit bei uns, dann muss die Zeit dafür da sein. Sie sind auch mit jungen Menschen auf den Kilimandscharo gegangen. Ja. Was war der Hintergrund einer solchen Expedition? Der Hintergrund war, dass ich Menschen bei uns im Unternehmen gesehen habe, die den Glauben an sich verloren haben. So ein junger Mensch, der bekommt bis zu seinem 18. Lebensjahr mehrere 10.000 Mal gesagt, was er alles nicht kann. Ich selbst ertappe mich dabei, dass ich meiner lieben Tochter die Glasflasche Milch aus der Hand nehme, um das selbst einzugießen und signalisiere ihr damit, du kannst es nicht. Mhm. Und so sind dann die Eltern vielleicht ganz unbewusst, die Lehrer sagen, aus dir wird sowieso nichts, der Trainer sagt noch mal was, aus dir wird nichts. Und irgendwann glaube ich das. Und dann laufe ich auch durch die Gegend, als dass ich nichts könnte. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass in diesen Menschen viel mehr steckt, als sie selbst glauben, dass in ihnen steckt. Und dann haben wir dieses Projekt gestartet und unsere Auszubildenden eingeladen, etwas Unvorstellbares zu schaffen. Auf den Kilimandscharo. Auf den Kilimandscharo zu gehen. Das war, wow, großartig. Sie haben es alle geschafft. Und alle hatten Tränen in den Augen. Ja. Herr Janssen, Sie, glaube ich, inspirieren uns alle. Und ich frage Sie dann nachher noch, ob Sie eine Stelle frei haben, eventuell. Sehr schön. Ihr Buch Stille Revolution, mehr Sinn und Menschlichkeit, auch bei der Arbeit, das, denke ich mir, ist eine wunderbare Lektüre, die ich sehr empfehle. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Dankeschön. Alles Gute. Dankeschön. Dann weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Ja, da können wir doch noch einiges lernen, wenn man so in gewissen Chefetagen rumschaut. Vielleicht haben Sie ja ein paar gehört, wer weiß. Jetzt machen wir einen Abstecher in das Leben von einer Frau, die 83 ist und die wirklich auch nach dem Prinzip vom heutigen Abend, nämlich Taten statt Worte, liefern anstatt laufen, gelebt hat. Sie ist immer schon begeisterte Hebamme gsi, hat als junge Frau beschlossen, jetzt gehen sie in ein Land, an einen Ort, den sie überhaupt nicht kennen, ist nach Peru ausgewandert, mitten im Dschungel vom Amazonas und hat dort über 12 Jahre lang in einem Dorf verbracht, wo weder fließendes Wasser noch Strom hatte, Straßen sowieso keine. Sie ist mit dem Einbaum sozusagen an ihren neuen Einsatzort gekommen, hat dort nicht nur geholfen, Babys auf die Welt zu bringen, sondern ist so eine Frau für alle Fälle gewesen, Ärztin, kann man sagen, ohne Lizenz. Sie hat Zähne gezogen, Augen operiert, Wunden genäht, alles gemacht, was nötig ist. Und darf jetzt stolz ein bisschen aus ihrem Leben berichten. Herzlich willkommen, Lydia Stutz. Frau Stutz, herzlich willkommen. Wir kommen jetzt nicht zu Fuß, sondern im Rollstuhl. Aber es geht nicht gut, oder? Ja, ja, ja. Rollstuhl ist nötig geworden, weil es einen Hirnschlag gegeben hat und dann nicht so gut zu Fuß sein. Leider ist er nötig geworden. Seit 6 ist euch klar, ihr wollt Hebamme werden. Jawohl. Aber dann wissen wir noch gar nicht, woher Kinder kommen und wie sie auf die Welt kommen. Ja, ich hatte ein paar Brüder und die haben mich schon aufgeklärt. Schon mit 6? Ja, ja, gleich mal. Und wieso war der Wunsch, Hebamme zu werden? Es hat mich einfach interessiert, wie Kinder auf die Welt kommen. Mhm.
Und ich hätte gerne selber viele Kinder gehabt. Aber das war nicht möglich. Aber der Wunsch, der Hebamme zu werden, den habt ihr euch erfüllt, trotz einer schwierigen Kindheit, trotz vielen Hürden. Und dann im 63 seid ihr nach Peru gegangen. Ja. Habt ihr gewusst, was euch dort erwartet? Nein, gar nicht. Nein, es ist so ganz anders geblieben. Ja. Also, ihr habt das Köfferli gepackt und seid in die Flüger gestiegen, aber nicht gewusst, was für Kleider oder was euch erwartet? Nein. Gar nicht. Ich habe einfach gehofft, die Frau hätte Vertrauen zu mir als Hebamme. Und das hat sich dann bewahrheitet. Ihr seid ja nicht an einem einfachen Ort angekommen. Mitten im Urwald, mit dem Einbaum hergutschiert. Was ist euch durch den Kopf? Ja, ich habe es noch romantisch gefunden. Das war so eine schöne Fahrt. Mhm. Wie habt ihr gewohnt? Zuerst habe ich ein Zimmer gemietet, das einen Zementboden hatte, mit einem Liegebett. Und habe dort Sprechstunde gemacht. Bin aber in einem anderen Haus mit einer Peruanerin gewohnt. Mhm. Das Haus hat auch einen normalen Boden, also einen Lehmboden und Lehmwände. Also das heisst, von Luxus keine Spur. Es hat kein fließendes Wasser gegeben, es hat keinen Strom gegeben. Ja. Als Hebamme braucht man ja so gewisse Voraussetzungen. Wie seid ihr dort rangekommen? Ja, zuerst habe ich viel zu viel gemacht. Mhm. Und weil die Kinder manchmal auf der Erde nicht auf die Welt gekommen sind, habe ich verlangt, dass sie eine Bastmatte anziehen und auf die Bastmatte liegen. Weil wenn nur ein Bett für die ganze Familie ist, hat die Mutter keinen Platz, dort ein Kind auf die Welt zu bringen. Effektiv. Also, ja. Die Mütter wollten nicht im Bett Kinder, aber weil sie das Gefühl haben, es wäre dreckig, oder? Ja, mit der Matte ist es schon gegangen. Mhm. Ja. Und wenn es etwas schwierige Geburten gegeben hat? Dann habe ich halt für mich zuerst gebetet, Gott soll mir helfen. Mhm. Und er hat mir geholfen. Solange ich allein war, also ohne Arzt, hatte ich nie Schwierigkeiten bei der Geburt. Also. Sobald es der Arzt sich kam, ist es schwierig geworden. Ja, weil der hat nicht können mit dem umgehen. Er hat nicht gelernt, Geburten zu machen. Mhm. Ich musste ihm es zuerst zeigen. Mhm. Ja. Aber zum Glück war der 150 km von euch weg. Also der ist nicht so oft aufgetaucht, oder? Nein, also mit der Zeit hat dann der Staat hat einen Arzt geschickt. Aber eben, er hat gern getrunken. Ideale Voraussetzungen. Ja. 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 Dann hat er ihn dazwischen einfach ins nächste Häuschen geschickt und hat gesagt: Los, lass mich machen. Ja, wenn es gegangen wäre. Aber es ist eben nicht immer gegangen. Mhm. Wenn er einen Kaiserschnitt machen wollte, dann musste ich müssen eine Narkose machen. Mhm. Hat niemand anders gehabt. Ihr habt aber nicht nur wie viele Baby insgesamt auf die Welt gebracht? Ja, insgesamt mit den Schweizern über 2000. Über 2000? Ja. Da kann einem dann nicht viel erschüttern, oder? Nein, nein. In Peru aber heisst das, ihr seid nicht nur Hebamme gsi, sondern ein bisschen Frau für alles. Ja, es hat ja keinen Arzt gehabt. Mhm. Das heisst, ihr habt was alles gemacht? Ja. Ich habe auch ein Ross kastriert. Ein Ross kastriert? Ja. Okay. Mhm. Ja, mit einem sauberen Schnitt? Ja. Mhm. Und eben die Zähne zogen sehr viel. Und ja, einfach alles. Alles? Ja. Augen operiert? Ja. Und ich musste. Manchmal grosse Wunden zusammengeschnurpft. Ja. Was hat er denn da für Faden genommen? Ja,
Es gibt ja den sterilen Faden in diesen kleinen, wie muss ich sagen? Gefäßli. Ja. Mhm. Und den konnte ich schon Slima kaufen. Und also in der Hauptstadt. Und habe dann das bei mir gehabt und die Nadel habe ich mitgenommen. Und da hat er gesagt, okay, das ist ein bisschen gross, das schnurrt jetzt etwas zusammen. Die Leute haben die Zähne zusammengebissen und nicht gejammert. Nein, nein, ich konnte schon Anästhesie spritzen. Aha. Also, dass es nicht so weh tat. Mhm. Ja. Die Hygienevorschriften, das haben wir jetzt schon ein bisschen mitbekommen, sind ein bisschen anders gewesen. Ja. Kinder hatten Würm. Ja. Zum Teil sehr viel Würm, dass man es aussen beim Bäuchli, wenn man es angelangt hat, gespürt hat, wie sie sich bewegen darunter. Um Gottes Willen. Ja. Und nicht nur Würm im Bauch, sondern auch, also ich habe zwei Kinder, einem aus den Ohren Würm geholt und dem anderen aus dem Häugli. Mm. Ja. Kommt man da nicht ein bisschen an die Grenzen? Überall Kakerlaken, Schlangen, Würm, anderes Ungeziefer? Wenn man gerne dort ist, macht das nichts. Es ist schon nicht gerade schön. Aber ja, wenn ich von einer Geburt heimgekommen bin, habe ich das erste Mal in allen Zimmern gegen Kakerlaken etwas gespritzt. Mhm. Und bin dann ins Bett. Aber ich musste noch aufpassen. An den Türen von meinem Schlafzimmer sind meistens so kleine Fröschli gesessen. Mhm. Und wenn ich dann heimgekommen bin, habe ich manchmal, ja, bin ich so müde gewesen, und habe die Türen aufgemacht, ohne zuerst zu schauen. Und dann sind sie mir angesprungen, die Fröschli, und haben alle angebrünzelt. Also nicht Babys haben brünzelt, sondern Fröschli. Ja. 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 Wie dankbar waren die Leute, wenn Tante Lydia sozusagen alles erledigt hat? Sie waren sehr dankbar. Und ich hatte nie Mühe mit ihnen. Auch nie, dass ein Mann mich belästigt hat. Überhaupt nicht. Sie waren sehr dankbar. Und zum Teil sind jetzt noch dankbar. Als ich 80 geworden bin, haben sie im Radio eine Umfrage gemacht, ob mich noch jemand kenne. Und dann haben sie dann mit denen einen Quiz gemacht, also geschaut, was sie alles können. Und die es am besten gemacht hat, die hat dann etwas gewonnen. Mhm. Und dann haben sie eine CD gemacht und die mir geschickt. Dann konnte ich das alles nach. Also in dem Sinn ist eure Leistung auch eine langfristige Wirkung gehabt. Ja. Wie seid ihr denn bezahlt worden? Geld hat man ja kaum gehabt. Ja, also sie haben mit hauptsächlich mit Hühner oder Meersäule, die haben wir auch gegessen. Und also Meersäule war froh, A, haben die laufend gejüngelt und B, hat man sie auch noch grad können essen. Ja, mhm. Ja. Oder auch einmal Orangen oder Früchte haben sie gebracht. Sie haben nicht viel müssen zahlen, aber ein bisschen etwas haben sie müssen. Mhm. Sonst hat für sie das einfach nicht gegolten. Genau. Ja. Ihr seid nach langer Zeit zurückgekommen, auch weil es immer mehr geworden ist, immer komplizierter geworden ist, wieder in die Schweiz zurück. Ist das ein bisschen ein Schock gewesen, nach all diesen Jahren bei uns? Nicht nur ein bisschen. Mhm. Es ist wirklich der Luxus, der hat mich fast umgehauen. Das ist so, dass man nicht nur eine Tomatensauce kaufen kann. Es hat dann noch viel mehr. Am Anfang konnte ich nicht in die grossen Läden. Mhm. Das hat mich so mögen, dass die Schweizer so viel haben und wir dort in Peru ganz wenig. Und ihr habt ja auch mit fast nichts gelebt. Ihr seid zurückgekommen und habt kein Geld gehabt. Ja. Ja, dann musste ich halt arbeiten, weil ich sehr krank war. Aber die Schaffhausen haben sie eine Hebamme gesucht. Und der Dr. Eppli hat mich, ohne dass ich ihm meine Zeugnisse zeigen musste,
hat er mich einfach eingestellt. Ja klar, eine, die Dschungelerfahrung hat. Jetzt kommt das Problem der Ärzte. Also, ihr seid eigentlich eine Ärztin ohne Lizenz und jetzt habt ihr plötzlich die Ärzte in der Schweiz im Knick. Wie schwierig war das mit denen? Also, es ist etwas auf den Arzt angekommen. Mhm. Wenn es ein Stolzer war, dann hatte ich nicht zu viel mit ihm. Mhm. Aber wenn es der Dr. Eppli, er hat mich dann so geschätzt und war so lieb und hat mir auch die Neuigkeiten, die man nach 12 Jahren wieder anders gebären tut in der Schweiz, hat er mir gezeigt und mich auch machen. Und dass dir immer einen Haufen gelehrt hat, Frau Stutz, das haben wir auch gemerkt in der Sendung, wo es um der Kampf der Kantone Pisa gegangen ist. Der seid ihr nämlich die Beste gewesen, die am meisten gewusst hat. Habt ihr immer auch in Peru einen Haufen gelehrt und euch probiert, an Schuhe zu halten? Ja, das habe ich gemacht. Ich habe Time abonniert und dann immer dort drin gelesen und auch sonst probiert, mich ein bisschen an Schuhe zu halten. Und das gilt auch heute noch? Ja, das gilt schon noch. Also man muss aktiv bleiben, interessiert bleiben, ob man jetzt vielleicht ein bisschen älter ist oder nicht. Das Schlimmste ist, wenn einem nicht mehr interessiert. Ja. Aber mit so einem spannenden Leben ist die Gefahr sicher nicht vorhanden. Nein, die ist nicht vorhanden. Mein grosser Respekt, vielen herzlichen Dank. Und weiterhin gute Gesundheit. Danke. Das kann man am meisten. Das kann danke ich vielmals. Danke vielmals. Danke schön. Danke. Ja, 4 Geschichten, 4 Macherinnen und Macher, meine Damen und Herren. Hoffentlich haben wir euch auch ein bisschen zeigen, wie man im Leben anstatt lauert, auch liefern sollte. Wir sehen uns nächste Woche wieder, aber vorab kommt jetzt noch das NZZ-Format, das ich mit den neuen Geschichten hoffentlich in die Nacht begleitet. Und ich freue mich, euch am Donnerstag wieder zu sehen, bei dieser Sendung, wo man nie nur aus Langweile schaut. Ade miteinander, danke fürs Zuschauen.